Ich denke an Zielzeit und der Traum, den ich reite. Dass ich irgendwann mal grau bin und verkalk. Nur ein Zuhause mit einer Faltenhaut, verfaul und verfall. Ich wollte nie erwachsen werden, doch heute glaub ich, ich werde alt. Kurven verlaufen bei Mountainbiken häufig über Schotterböden, Waldböden oder nasse Böden. Deswegen ist es wichtig, dass wir nicht in alte Gewohnheiten verfallen, die wir vom normalen Radfahren auf Asphalt haben. Wir haben nun zwei Bausteine, die wir beachten, wenn wir eine Mountainbike-Fahrtechnik in der Kurve anwenden wollen. Baustein 1 ist die aktive Blickführung. Das heißt, wenn wir nun auf die Kurve zufahren, wir fahren außen an, schauen wir in die Kurve hinein, in den Kurvenverlauf und von da aus zum Kurvenausgang. Dabei drehen wir die Schulter mit ein, die Hüfte und das Knie folgen dieser Eindrehbewegung und das Rad neigt sich in die Kurvenrichtung. In der Basisvariante haben wir dabei die Kurbeln waagerecht, der Lenker ist lastenfrei. Bei hohem Tempo oder hängenden Kurven können wir nun die Traktion am Vorderrad noch verstärken, wenn wir durch eine aktive Neigung mit Hilfe des inneren Arms die Seitenstollen in den Boden bohren. Wichtig ist dabei, dass dennoch die Eindrehbewegung des Körpers unsere Hauptbewegung ist. Das Neigen aus dem inneren Arm machen wir so, dass der innere Ellenbogen sich nicht blockiert. Um beim zusätzlichen Neigen noch mehr Traktion aufzubauen, können wir nun die Sporttechnik anwenden. Das heißt, das äußere Pedal zeigt ganz nach unten, trägt die Hauptlast und somit bauen wir noch mehr Druck von den Reifen auf dem Boden auf. Bei der Sporttechnik haben wir somit einen tieferen und zentralen Schwerpunkt, somit können wir noch mehr Grip aufbauen. Wichtig ist jedoch dabei, dass wir wieder unseren Körper mit eindrehen, das äußere Knie geht dann zum Rahmen, kann die ganze Sache als weiterer Kontaktpunkt noch stabilisieren. Merkt euch, der Sattel ist unser fünfter Kontaktpunkt und stabilisiert sich am inneren Bein. Sprich, bei der linken Kurve liegt der Sattel am linken Bein, bei einer rechten Kurve am rechten Bein. Dies können wir gut als Indikator nutzen, damit wir merken, ja, wir haben die richtige Technik angewandt und sind nicht in der alten Radfahrgewohnheit geblieben, wo der Sattel häufig am äußeren Bein klebt.